Meine Haare sind irgendwie komisch. Die sind halt ziemlich hochstehend. Ich weiß nicht, ob das Headset da was behebt davon. Mal schauen. Naja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber wir gehen Quests abschließen. Jo. Stormson lebt noch. Unmöglich. Meine Männer hatten klare Anweisungen. Wo stecken sie überhaupt? Sie müssten längst zurück sein. Sie haben es nicht geschafft. Was? Wie konnten sie zulassen, dass er sich meinem Urteil entziehen kann? Du wirst mir seinen Kopf bringen. Er ist verantwortlich für ihren Tod und soll mit Blut bezahlen. Blut, ja. Ich werde ihn finden und töten. Gut, aber sei vorsichtig. Er scheint nicht ganz ungefährlich zu sein. Vielleicht wird er noch mehr unserer Männer töten. Er muss gefunden werden. Also nimm dich der Sache an. Ist klar, Mann. Ist klar. Ich glaube nicht, dass sie das Mädel, das mir die Quest gegeben hat, bessere Belohnung für mich hätte. Als der wütende Berserker. Wen haben wir mit? Ray haben wir mit. Der wird ausgetauscht. Ray wird ausgetauscht heute. Mit Kaya. Maybe vielleicht Crony. Okay. Ach, der Regen. Zu viel. Ich muss niesen. Oh. Stormson ist dem Eisenclan entkommen. Das sind gute Neuigkeiten. Aber ich befürchte, dass Angrim ihn jetzt jagen lassen wird. Wo immer er auch stecken mag. Ich hoffe, er ist vor dem Clan in Sicherheit. Solltest ist du auf ihn stoßen, warne ihn vor. Mir liegt viel daran, dass er wohl auf ist. Weißt du, wohin er geflohen sein könnte? Naja, da er schon immer einen Narren an der Technik der Kleriker gefressen hat, solltest du dich bei ihnen einmal umsehen. Ah ja, stimmt ja. Genau dort ist er. Alles noch dran? Lass mal, es geht schon. Ray. Was ist das? Das ist Technik. Haben wir eine Ray-Mission noch, die man schnell machen kann? Komm schon, Ray, sag mal was. Okay, nee, sag dir nicht. Gehen wir zum Treffpunkt, schauen mal, ob man dort was sagt. Da ist der Treffpunkt. Jo, Ray, hast du das für mich? Nee. Ja, dann. Bleib hier stehen. Das ist das Falsche. Das ist das Falsche. Ich brauche dich nicht. Ich hab dich schon hergebracht. Lucky you. Commander, Ausrüstungsstatus verbesserungsfähig. Du hast etwas gefunden. Was ist mit den Berserkern? Sie hätten zumindest ein Motiv für den Beschuss gehabt. Analyse? Der Beschuss hatte keinen magischen Ursprung. Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Berserker sehr gering. Das heißt irgendwie alles und auch nichts. Mitkommen. Hat er nicht gesagt, dass wir was upgraden können? Ach, was wollen die Leute von mir heute? Mist. Hallo? Oh ey. Und wo lenkt sich wieder total aus? Jetzt geht's. Was will der Crony? Kaya, Köpfe, dieses Mädchen. Nichts. Nichts wieder. Okay. Toll. Und dann reden wir mit Kaya. Ich brauche. Jo. Mitkommen. Na gut. Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Wir stehen noch ganz am Anfang des Krieges gegen die Alps. Mit ihrer redet er sanfter als mit Ray. Wie geht's dir, Ray? Ah, Mist. Okay. Keiner hat was für mich. Außer Arx. Ein besonderes Stück.
Ah, Mist, Mist, Mist. Ja, wir haben ja nicht mehr so viel. Dann gehen wir halt zu den Klerikern rüber. Wirklich. Ah, das habe ich ganz vergessen. Das läuft ja nicht so flüssig hier. Zum Hort teleportieren. Wo wir natürlich wieder nicht reingelassen werden. Ich weiß es jetzt schon. Und ich werde keinen Gefallen schuldig. Let me in! Epische Rolle. Oui. Jo. Halt, Berserker! Keinen Schritt weiter! Du betrittst den heiligen Boden Kalans! Nur neue Rekruten, vollwertige Kleriker oder Händler mit Passierschein dürfen den Hort betreten. Dann werde ich wohl nie hinein dürfen. Dann dreht wieder um. Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker, der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser Elex-verseuchten Alps aus dem Norden. Also, wie komme ich hinein? Überhaupt nicht. Solange du nicht von einem Suggestor dazu auserwählt wurdest, die Reihen der Kleriker zu verstärken oder einen Handelsausweis besitzt, darfst du den Hort nicht betreten. Woher bekomme ich einen Handelsausweis? Gar nicht. Außer du findest einen Händler, der dir seinen schenkt. Ich habe eine wichtige Nachricht zu überbringen. Lass mich durch. Mir ist egal, was du hier wem zu überbringen hast. Ich habe meine Befehle. Ich komme von den Berserkern und möchte zu... Du könntest von Kalan selbst geschickt worden sein. Befehl ist Befehl. Ja, die Türsteher, die Torwachen. Ich hole mir den Händlerpass. Ich rieche schon die Demission. Oh, Bildschirm. Sehr modern. Unglaublich. Jo. Oh, hallo. Da ist er, da ist er. Bist du etwa die Verstärkung? Welche Verstärkung? Verdammt, wo bleiben die denn? Ich warte jetzt schon eine Ewigkeit darauf, dass die Leute aus dem Hort mir helfen. Wie soll ich denn Handel treiben ohne Waren? Kannst du mir das sagen? Du bist Händler? Ja. Also momentan nicht. Alles, was ich habe, behalte ich erstmal für mich, bis ich meine Waren zurückhabe. Wo man hinkommt, stößt man auf Probleme. Manchmal frage ich mich, ob irgendwann Normalität einkehrt. Warum hast du keine Waren mehr? Weil mein Karren von Monstern angegriffen wurde. Und jetzt habe ich keine Waren mehr, mit denen ich handeln könnte. Bei der Flucht vor den Biestern habe ich auch meine gute Waffe verloren. Das heißt, ich kann mich mit dem Schrottteil, das ich noch habe, nicht mal ordentlich wehren. Hier, pass mal auf. Du willst doch bestimmt in den Hort der Kleriker, oder? Wenn du mir hilfst und mir meine Waren wiederbringst, dann sorge ich dafür, dass du in den Hort kommst. Was hältst du davon? Wie kannst du mir helfen, in den Hort zu kommen? Ich hätte einen weiteren Händlerausweis für dich. Mit dem lässt Xander dich auf jeden Fall in den Hort. Also, wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ich bringe dir deine verlorenen Waren. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Auf die Kleriker im Hort ist einfach kein Verlass. Wer weiß, wann sie mir endlich geholfen hätten. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Wo finde ich deinen Handelskarren? Wenn du von hier Richtung Nordwesten gehst und an der Straße weiter Richtung Westen folgst, solltest du ihn relativ schnell finden. Jo. Haben Sie mir die Mission markiert? Nee. Ignoran. Ja, ja, ja. Ja, easy. Was ist das für ein Viech? Sollte schnell speichern. Bevor ich mich wieder meinen eigenen Tod fighte. Ja, mit Kaya an der Seite, kein Problem. Slugbeast.
Oh. Naja. Verdammt. Selbst wenn man denkt, man ist schon ein bisschen stärker geworden in diesem Spiel, kommt ein Slugbeast aus dem Nirgendwo und beweist das Gegenteil. So, was haben wir da für eine Auswahl? Die Energiewaffe. Kleiner Elex-Trank, kleiner Heiltrank. Oh, ich habe nicht mehr so viel Loot. Immer bum bum bum. Was haben wir da? Steinklauer. Die schalten wir zur Sicherheit mal aus. Mit dem Triple Burst. Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Laserwaffe sehr viel hilfreich sein wird. Schützen wir einfach ein bisschen Muni weg und gehen sie dann verkaufen. Vielleicht muss ich doch Einzelburst nehmen. Nee. Das machst du nicht ungestraft. Oh boy. Nee. Die wird verkauft. Ich weiß nicht, was bei mir mit Waffen in diesem Spiel nicht passt. Aber es geht einfach nicht. Ah, Mist. Ah, nicht wegrennen, Kleiner. Irgendwas passt bei mir mit Waffen in diesem Spiel nicht. Es gibt noch mehrere von denen. Wieder zuerst sehr schnell speichern und dann erst die Loot reinhauen, das heißt, ich sterbe definitiv. Trockenfleisch. Ich habe Musik gehört. Okay. Auch Tränke auch wieder. Oh, so ein guter Raben-Sounds. Ah, anscheinend haben wir schon alles hier. Was habe ich zu ihr gesagt jetzt? Nichts. Ich weiß nicht, warum ich so rausgezoomt habe. Oder warum das überhaupt eine Option ist. Okay. Ich weiß, dass es hier noch Sachen gibt dann. Ah ja. Jo. Was geht ab, Shorty? Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Wer bist du? Was machst du hier? Zeig mir deine Ware oder so einen Kram, aber nix da. Wir beide haben keine Geschäftsbeziehungen, wir sind keine Freunde und werden auch nie welche sein. Also such dir einen Punkt am Horizont und abmarsch. Lass uns handeln. Mit dir? Nö. Ich handle nur mit einem ausgesuchten Personenkreis. Du zählst nicht dazu. Lass uns handeln. Mit dir? Ich? Du? Oh, warum töte ich ihn nicht gleich? Weil es eine Nebenmission da gibt. Interessiert mich das, dass es Nebenmissionen hier gibt? Wo
Und den nicht sowieso dort haben. Waffe weg. Kluge Entscheidung. Da wirst du gleich merken, wie klug die Entscheidung ist. Ah, schau. Was sag ich? Noch den Typen finden, der mir diese Quest geben wird. Ja, wir können im Horte mal Missionen vollenden, vollbringen. Und dann raus in dieses trostlose Land. Ein bisschen Loot farmen. Ich denke, ich habe deine Waren gefunden. Wirklich? Ja, hier, sind sie das? Ja, das sind sie. Vielen Dank dafür. Wenn du möchtest, kann ich dir jetzt auch etwas verkaufen. Und wie versprochen, deine Belohnung. Was möchtest du haben? Es ist immer gut, wenn man die Wahl hat, also sei nicht vorschnell damit. Doch. Gib mir den Händlerausweis, damit ich den Hort der Kleriker betreten kann. Nichts lieber als das. Viel Spaß damit. Wir sehen uns im Hort. Yay. Let's go to... Einfach rein da. Hui. Das hat mich verlangsamt. Ah, die Berserker-Rüstung schaut schon viel besser aus. Im Vollen und Ganzen, überhaupt mit Jetpack. Halt, Berserker! Ich habe einen Händlerausweis. Lass mich durch. Du? Wo hast du den denn her? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Dann zeig mal her. Hm, sieht okay aus. Na gut, du darfst rein. Ich werde den Ausweis allerdings noch bei mir behalten. Es gehört zum Standardprozedere, dass jeder neue Passierschein genau überprüft wird. Wenn ich das getan habe und es keine Probleme gab, bekommst du ihn wieder. Und wenn etwas nicht stimmt? Dann schmeiße ich dich aus dem Hort. So einfach ist das. So, und jetzt erkläre ich dir erstmal die Regeln unseres Lagers. Privater Elex-Besitz ist strengstens verboten. Das gilt natürlich nicht für Elexid-Splitter. Sie enthalten zu wenig Elex. Wer beim Konsum von Elex erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalans Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden. Aber trotzdem gilt, neue Rekruten müssen sich für den Hort einsetzen, bevor sie in den ersten Rang eines Akolyten aufsteigen dürfen. Dieser Punkt dürfte für dich keine Rolle spielen, da du dich bereits für eine Fraktion entschieden hast. Das war's. Du darfst dich jetzt im Hort frei bewegen. Ich brauche keine Infos. Wir rushen doch den Hort durch. Zuerst holen wir uns mal... Goddammit! Das. Ganz hinten links. Wow. Okay, vielleicht auch nicht das. Hauptmission. Was haben wir? Der Weg des Erzberserkers. Reinhard wird nicht in den, wird nicht näher sein. Nein? Nein, ist er nicht. Okay. Wie schon gesagt, wir werden hauptsächlich hier durchrushen. Ich weiß, dass es hier wieder 2 Stunden von den Missionen gibt. Aber da ich ein Elix-Junkie bin, werde ich mich nicht hier zu lange aufbehalten. Ja, was auch immer. Wahrscheinlich wird uns der Reinhard eh doch die ganze Stadt schicken und Leuten helfen. Und da ich nicht der reinste Typ bin. Wahrscheinlich kann. Jo. Uju, Fabrikwache. Dann einfach nehmen kann. Schaut aus wie mein Crony. Neue Routine erkannt. Initialisiere neue Routine.
Das kratzt keinen, oder? Fehlschlag. Erzwingen Neustart. Ja, und? Neustart erfolgreich. Oh. Initialisiere gut. Neue Routine. Routine erfolgreich initialisiert. Erstelle neue Parent-Child-Beziehung. Folge neuem Parent. Dieser Ort ist so kalt. Diese Maschinen werden nur geschaffen, um verbrannte Erde zu hinterlassen. Du machst jetzt aber keine Dummheiten, oder? Da mach dir mal keine Sorgen. Hey, ich hab einen neuen Bodyguard. Den kann ich eigentlich hier behalten. Was hey, gibt's du? Ab? Ich brauche einen 8er Schraubenschlüssel und einen Satz Sicherungsringe. Und wenn du schon dabei bist, bring mir doch eine waffenfähige Elex-Batterie, ein Druckluft-Einlassventil und was war das Letzte? Ich schicke dir jemanden, der sich darum kümmert. Halt, halt, halt! Bist du nicht zu meiner Unterstützung eingeteilt worden? Ein Mitglied der Berserker zur Unterstützung schicken, das glaubst du doch selbst nicht. Ach ja? Ich würde mich selbst dann nicht beschweren, wenn du ein Bergtroll wärst. Hauptsache, du packst mit an und scheißt mir nicht in die Ecken. Aber was rede ich mir wieder den Mund fusselig? Schätze, ich muss das Werkzeug selber rankarren. Nachher schickst du mir noch jemanden, der zu dumm ist, einen Vierkantbohrer zu bedienen. Eines sage ich dir, man buckelt sich den Rücken krumm. Und wenn man einmal nach Hilfe ruft, gucken alle beschäftigt aus der Wäsche. Damit meine ich auch nicht explizit dich. Also, mach nicht so ein Gesicht und sag mir, warum du hier bist. Du wirkst überfordert mit deiner Arbeit. Pappelapapp, es gibt wohl kaum jemand Besseren als mich für diese Aufgabe. Aber wenn so viel Verantwortung auf deinen Schultern lastet und du 24 Stunden am Tag Blut und Wasser schwitzt, ist irgendwann mal Schluss. Ich habe den Krieg nicht darauf beschworen. Aber jetzt, wo es zu spät ist, müssen wir Mechaniker die Suppe auslöffeln. Dann mach doch eine Pause. Und was dann? Soll ich einem Grünschnabel all das hier aufhalsen? So egoistisch bin ich nicht. Es obliegt meiner Verantwortung, die Dinge hier am Laufen zu halten. Immerhin sind wir die Einzigen, die wirklich in der Lage sind, die Alps aufzuhalten. Es ist wichtig, dass hier alles reibungslos funktioniert. Und wenn man mir keine Hilfe zubilligt, muss ich das eben alleine erledigen. Von mir erwartet man nackte Zahlen. Am Ende des Monats muss die Produktion stimmen. Kurz gesagt, eigentlich bräuchte ich Hilfe. Jemanden, der hier und da eine Kleinigkeit für mich erledigt. Oh je, auf was habe ich mich jetzt schon eingelassen? Bringen wir etwas bei. Wird gemacht. Strahlungs... Oh, da haben wir viele Sachen. Ah, ich wollte eigentlich sparen. Wird wohl nix. Ich wollte sparen. Ach, Mist, okay. Da hast du mich überredet. Alles. Bezahl mich, dann helfe ich dir bei deiner Arbeit aus. Abgemacht. Wer weiß, vielleicht hätte man mir irgendwann einen Hans Wurst zur Seite gestellt, der nicht einmal gerade auslaufen kann. Du scheinst damit ja keine Probleme zu haben. Ich will links mal dran. Ins Detail gehen. Mir fehlen spezielle Ersatzteile. Wegen der chronischen Unterbesetzung fehlt mir die Zeit, meinen Lieferanten eigenhändig aufzusuchen. Nimm du daher diese Summe und erledige das für mich. Ich habe ihn getötet. Kleinigkeit. Na, warten wir ab, bis du zurück bist. Viel Erfolg. Diesen Kasten habe ich von deinem Lieferanten bekommen. Sehr gut. Jetzt kann ich den Fehlstand der letzten Zeit aufholen. 10 Schritte voraus. 10 Schritte mindestens. Du hast verschwiegen, dass du dich von einem Outlaw beliefern lässt. Das ist von der Führung so abgesegnet worden. In Notzeiten ist jedes Mittel recht. 10 Schritte voraus. War das dann alles? Dein Lohn steht noch aus, aber das haben wir gleich.
Wahrnimm! Elf Schritte voraus. Oh, krass. Wenn ich das gewusst hätte. Was haben wir jetzt für eine Mission bekommen? Nee. Oh, ich glaube, ich muss mal speichern auf diesen Erfolg. Ich bin selber ein bisschen verwirrt. Was wollte ich sagen? Der Typ erinnert mich an einen Ex-Mitarbeiter, mit dem ich gearbeitet habe, auch Handwerker, Mechaniker in die Richtung. Und ich zitiere, was ist denn da schon wieder los? Werden die schon wieder gemacht und so welche Sachen die ganze Zeit. Oh. Einen fetten Dialekt. Rüstmeister, nee, wir können dir nichts kaufen da. Fetter Dialekt. Die Kleriker, sie predigen menschliche Nähe und trotzdem verspüre ich nichts als Kälte. Okay, Kaya. Jo, Mann. Du bist wohl derjenige, der von Xander in den Hart gelassen wurde. Wie kommst du darauf? Ich weiß alles, was in meinem Lager vor sich geht. Ich bin Reinhold, Judikator der Kleriker und das Auge Kalans. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist du hier, um den Segen der Kleriker zu empfangen? Ist lustig, dass das da gleiche Voice-Actor ist wie der von den Berserkern, der Lieder, und auch ziemlich ähnlich ausschaut. Ist das denn möglich, obwohl ich bereits einer anderen Gemeinschaft angehöre? Nein, ist es nicht. Deine Ideale und Grundwerte scheinen woanders zu liegen als unsere. Wir haben keine Zeit mehr, dich erneut aufzubauen. Wenn das so ist, wundert es mich etwas, dass Xander dich einfach so hereingelassen hat. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Warlord Cormac schickt mich. Warum sucht ein Berserker mit uns Kontakt? Haben Sie beschlossen, Ihrem Weg abzuschwören? Das nicht. Ich habe eine Nachricht, die ich dir überbringen soll. Eine Nachricht? So. Zeig her. Hier. Warum ist das Siegel gebrochen? Was soll das? Hat man dir nicht erklärt, dass man ein Siegel nicht zu brechen hat? Aber was soll ich von einem Berserker schon erwarten? Disziplin und Treue wohl kaum. Gib mir einen Moment. Ups. Ich will die Zeilen gründlich studieren. Habe ich schon absichtlich gelesen? Gut. Ich bin mir jetzt im Klaren darüber, was von uns erwartet wird. Nimm dieses Schreiben mit, da ich nicht davon ausgehe, dass ihr über die nötigen Funkanlagen verfügt. Das Siegel habe ich mir gespart. Für dir hat es ja doch keinen Sinn. Mehr kann ich im Moment nicht für dich tun. Sonst noch etwas? Oh. Als Botschafter steht mir doch sicher eine Vorzugsbehandlung zu. Nein, aber nimm diese Splitter. Das sollte dir die Rückreise erheblich vereinfachen. Ich bin hier fertig. Dann lass dich nicht von den Alps erwischen. Ich teleportiere mich hier raus. Oh boy, was habe ich hier gemacht? Oh. Ist die Mission ausgewählt? Nein, ist Feind des Feinds. Okay. Whee. Oh je, ich glaube, ich habe es vermasselt. Vermasselt oft. Jo, komm, Max, sorry. Ich habe anscheinend unabsichtlich mal reingelesen. Wird doch keinen stören, oder? Oh, Mist. Mist. Ich habe deine Botschaft den Klerikern überbracht. Deine Rückkehr ist ein gutes Zeichen. Für gewöhnlich zögern sie nicht, jeden zu rekrutieren, den sie in die Finger kriegen. Ich nehme an, man hat dir etwas mit auf den Weg gegeben. Ja, hier. Moment.
So wie ich das deute, hast du dich nicht an meine Anweisung gehalten. Ein gebrochenes Siegel hätte die gesamte Mission gefährden können. Hat es aber nicht. Zumindest wissen wir jetzt, dass Unterredungen mit den Klerikern nicht ausgeschlossen sind. Auch wenn wir uns sicher nicht in naher Zukunft an den Verhandlungstisch setzen werden, ist der Grundstein gelegt. Bis dahin nutze ich die Zeit, um Ragnar und Angrim von meinen Plänen zu überzeugen. Meine Stimme hast du somit redlich verdient. Erwarte aber nicht, dass du noch anderweitig entlohnt wirst. Ein Siegel zu brechen war dumm von dir. Du kannst von Glück sagen, dass ich nicht Angrim bin. Der hätte dich sofort zurück auf die Felder geschickt. Aber für mich ist das Ergebnis wichtiger. Muss mir ja nicht gefallen. Oh, okay. Sorry. Ich mache eine kurze Pause hier, um Aufrüstung zu checken. Bis später. Und mit dem Licht schwindet das Leben. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Für dich nicht. Für mich liegen die Dinge anders. Okay. Wir haben Mr. Stormsong gefunden. Hier ist er also versteckt. Sag jetzt nicht, dass du einer von Angrims Handlangern bist. Ich hab genug von ihm und diesem verfluchten Gesetz. Wie konntest du fliehen? Ich hatte Hilfe. Eine Truppe Kleriker hat unseren Weg gekreuzt. Angrims Männer ertrugen ihren Anblick nicht, aber ihre Äxte haben den Kürzeren gezogen. Mich haben sie dann mitgenommen. Immerhin habe ich mich während des Kampfes auf ihre Seite geschlagen. Aber was machst du jetzt hier? Was hast du vor? Ich bringe es zu Ende. Du bist wirklich erbärmlich. Einen Mann um seine Freiheit bringen. Hör auf zu jammern und zieh deine Sorry. Hilfe. Hast du es so eilig zu sterben? Dann sprich dein letztes Gebet. Du wirst mich noch kennenlernen. ich glaube nicht, dass du eine Chance hast, Junge. Ups. Stormson down, 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 down. Down. Hier liegt was. Kreislufthammer, okay. Wir werden hier minen und dann noch schauen, ob wir noch was Kleines in dieser Map, in dieser Stadt machen. Was Kleines. Hoppla, wo haben sie dich denn aufgelesen? Lass dich mal angucken. Oh je, du siehst nicht gesund aus. Deine letzte Mahlzeit muss ein paar Tage her sein. Nimm das, aber verrate es keinem. Eine großzügige Geste. Ich versuche einfach, mir einen Rest Menschlichkeit zu bewahren. Selbst wenn es dafür einen Teller Suppe benötigt. Gute Arbeit, Controller. Danke. Ich weiß das Essen zu schätzen. Das freut mich. Wenn dich der Hunger plagt, kannst du jeden Tag eine Ration bei mir in der Kantine abholen. Auch wenn das Essen nicht unbedingt schmackhaft ist, reicht es zum Überleben. Für unser Eins ist die tägliche Versorgung kostenlos. Allen anderen muss ich ein paar Splitter abverlangen. Wie lange leitest du die Kantine schon? Man hat mich dieser Stelle zugewiesen, als der letzte Koch ein Dutzend Männer ins Lazarett befördert hat. Da ich draußen gelernt habe, aus wenig etwas Genießbares zuzubereiten, gab es wohl auch keine bessere Alternative. Warum hast du im Hort Zuflucht gesucht? Ist das nicht offensichtlich? Ich hänge an meinem Leben. Zu den Outlaws hätte mich nichts bewegt. Das sind Barbaren, die ihre eigenen Frauen vergewaltigen und mordend umherziehen. Zumindest, wenn man den Schilderungen unserer Späheinheiten glauben mag. Yep. Warum ist das Essen von minderer Qualität? Um alle halbwegs ernähren zu können, müssen wir haushalten. Die andauernden Kämpfe, die hohe Produktionsauslastung, all das zehrt an unseren Vorräten. Ignadons felsiger Boden eignet sich kaum, etwas Verwertbares heranzuzüchten. Ich kann dir etwas von meinen Vorräten abgeben. Ich weiß deinen Vorschlag durchaus zu schätzen. Aber ich denke, ich weiß eine bessere Lösung. Vor meiner Zeit im Hort bin ich draußen auf eine Gruppe Heimatloser gestoßen. Sie hatten zwar auch ihr Päckchen zu tragen, aber zu essen hatten sie immer. Vielleicht sind sie bereit, mit uns zu teilen. Nur dazu müssen wir mit ihnen in Kontakt treten. Warum hast du denn nicht schon längst jemanden geschickt? Ich habe so meine Bedenken, dass die meisten hier das nötige Feingefühl besitzen, um mit ihnen zu verhandeln.
Ich will auf keinen Fall, dass unnötig Blut vergossen wird. Wenn du also jemanden kennst, der sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt, nur raus damit. Oh, ich werde es ja abschlachten. Ich helfe dir, den Nahrungsengpass zu beseitigen. Du? Es ist nicht gerade so, dass sich viele Freiwillige für diese wichtige Aufgabe gemeldet haben. Ich hoffe, du findest eine Lösung, bei der du kein Chaos hinterlässt. Ihr Berserker genießt ja nicht gerade den Ruf, mit eurer Magie hinterm Berg zu halten. Du müsstest in etwa 20 Überlebenspakete rausschlagen. Das sollte reichen, um die Zeit zu überbrücken, bis eine der Versorgungseinheiten zurückgekehrt ist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wo finde ich das Lager dieser Heimatlosen? Wenn ich mich recht entsinne, haben sie südwestlich vom Hort, also nördlich unseres Außenpostens, ein notdürftiges Lager errichtet. Ignadon ist nicht dicht besiedelt. Früher oder später wirst du auf sie stoßen. Wie soll das alles nur enden? Ach, der Typ. Ja, wir gehen handeln und uns dann den Weg zurückschlagen mit Guard U5. Tschüss.